Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Jetzt erst recht. Ich möchte heute mit dir über das Thema Wahrheit sprechen. Das Wort Gottes, die Wahrheit, die Stimme der Wahrheit. Jesus selbst sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich habe auch ein Bild mitgebracht. Ich werde nachher nochmal erklären, was das mit der Wahrheit zu tun hat. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Es geht hier um zwei Männer, die ein Loch buddeln. Sie möchten an die Diamanten geraten. Sie möchten die Diamanten bekommen. Und manchmal geben wir kurz vorher auf. Ich weiß nicht, ob du dich in diesem Bild wiederfinden kannst. Also ich persönlich, ich finde mich in beiden Bildern wieder oder habe mich in beiden Bildern wiederfinden können, auch von früher. Es gab Situationen in meinem Leben, da bin ich ins Gebet gegangen, da bin ich vorwärts gegangen, ich habe geglaubt, ich war voller Hoffnung, voller Vertrauen und ich bin dran geblieben, trotz aller Umstände, die kamen. Und manchmal ging es sehr schnell, manchmal war es ein langer Weg. Aber dann habe ich Wunder erlebt. Ich habe wirklich erlebt, wie Gott sich zu mir stellte und ich war gestärkt. Ich habe aber auch Situationen in meinem Leben erlebt, wo ich sehr motiviert rangegangen bin, wo Widerstände kamen, ich trotzdem noch dran geblieben bin, gekämpft und gebetet habe. Und dann kamen Situationen, die mich in meinen Grundfesten erschüttert haben, die meine Wahrheit ins Wanken gebracht haben. Und ich bin nicht mehr dran geblieben. Wieder einem Mann unter dem Bild, der so kurz vom Ziel war und aufgehört hat. Und ich glaube, dadurch können wir uns manchmal berauben lassen oder uns selber berauben von dem Segen, den Gott uns geben möchte. Weil wir nicht genau wissen, wo stehen wir eigentlich? Was ist die Wahrheit? Was ist meine Identität in Gott? Die Bibel sagt, in Matthäus 4 zeigt sie eine Geschichte auf von Jesus. Jesus war in der Wüste und der Teufel kam und hat ihn versucht. Und der Teufel kam und hat seine Wahrheit versucht zu erschüttern, seine Identität. Er hat immer gesagt, wenn du der Sohn Gottes bist, wenn du es wirklich bist, dann. Und dann hat er ihm verschiedene Vorschläge gemacht. Und Jesus hat jedes Mal gekontert. Er wusste um seine Autorität. Er wusste um seine Identität. Und er wusste um die Wahrheit. Die Wahrheit steht im Wort Gottes, ist das Wort Gottes. Denn jedes Mal, wenn der Teufel mit irgendeiner Anklage oder einer Versuchung kam, erwiderte Jesus immer darauf ein Bibelvers. Er kannte das Buch. Er kannte seinen Vater. Er kannte die Wahrheit. Und wenn du in deine Identität als Christ, als Sohn oder Tochter Gottes hineinkommen möchtest oder noch gestärkt werden möchtest, dann möchte ich dich ermutigen, die Wahrheit kennenzulernen, deinen Vater kennenzulernen, den Heiligen Geist mehr kennenzulernen, das Wort Gottes kennenzulernen. Das bedeutet, wie es in so vielen Bereichen ist, wir müssen uns mit Gott auseinandersetzen. Wir müssen die Zeit mit ihm suchen. Wir müssen den Heiligen Geist bitten, zu uns zu sprechen. Wir müssen Zeit auch investieren im Bibellesen oder uns damit zu beschäftigen, mit Predigten, mit Andachten. Ich weiß, dass es echt ein umfochtenes Thema ist, Bibellesen. Und dass es nicht immer so einfach ist, und das ging mir in meinem Leben auch einige Male so, oder ziemlich oft, dass ich es irgendwie anstrengend empfunden habe zu lesen. Deswegen motiviere ich dich, oder ich möchte dich motivieren, beginn das mit dem Heiligen Geist. Bitte ihn, dir Worte einzugeben, während du liest. Du musst dich 70.000 Kapitel lesen. Fang klein an. Fang mit Versen an. Sinniere darüber. Frag den Heiligen Geist, was möchte er dir dazu sagen? Schau da, wo es dir am leichtesten fällt. Fang mit Andachten an, wo Bibeltexte drinstehen. Wichtig ist, dass du dich aufmachst. Jesus möchte sich finden lassen. Der Heilige Geist möchte sich finden lassen. Und wenn du zu Gott kommst, dann wird er antworten. Und er wird dir die Wahrheiten aufzeigen. Nämlich, wer du in ihm bist, deine Identität, dass du dranbleiben kannst, dass du standhaft bleiben kannst, dass du vertrauen kannst, wenn Anfechtung kommt, wenn Gegenwind kommt, wo vielleicht deine Grundfeste erschüttert werden. Dann kannst du sagen, ja, ich stehe in meinem Gott. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was meine Berufung ist. Ich weiß, dass die beste Zeit meines Lebens noch vor mir liegt. Wenn du dich da jetzt angesprochen fühlst, wenn du sagst, ja, ich möchte wieder ganz neu beginnen, Jesus zu suchen, oder ja, ich kann es einfach noch mehr, denn mehr ist nie verkehrt, dann möchte ich dich einladen, jetzt mit mir zu beten. Vater, ich danke dir, dass du eine jede Person siehst, die sich jetzt angesprochen fühlt, und ich danke dir, dass du so viel Liebe für uns hast,
dass du zusagst, wer dich sucht, dem wird aufgetan. Du lässt dich finden, Vater. Und du stehst schon da mit offenen Armen und offenen Augen. Du guckst auf uns. Du möchtest, dass wir mit dir in Beziehung gehen. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, mich, aber auch eine jede Person, die sich hier jetzt mit identifizieren kann, ganz neu zu berühren. Wirklich eine jede Person in die Identität in dir zu führen. Sprich du zu dieser Person, Vater, wenn sie dich sieht. Heiliger Geist, sprich zu ihr, wenn sie deine Worte liest, wenn sie dich sucht. Ich bitte dich, dass du Antworten gibst, Vater, dass du eine neue Leichtigkeit gibst, Heiliger Geist. Dass du Ruhe und Frieden in die Situation bringst, in der die Person gerade ist. Ich bitte dich, dass du Überführung schenkst, dass du eine neue Begegnung mit dir schenkst, im Herzen, Vater. Nicht nur das Wissen, du bist da, sondern wirklich das Erleben. Ich spreche den Namen Jesus Christus aus jetzt über dir und ich spreche seinen Segen aus im Namen Jesus. Vater, ich danke dir, dass eine jede Person empfangen darf und dass du gerne gibst. Amen. Ja, wenn dir dieser kurze Input gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du mich verlinkst oder likest und wir uns bald wiedersehen. Tschüss!